Willkommen zurück, meine lieben Freunde in Flames of Vengeance. Ich habe nach jahrelangem Suchen endlich den Geist des berühmten Parfümeurs, naja, nicht jahrelang, sondern tagelang, wochenlang, egal, den Geist des berühmten Parfümeurs Baldini gefunden. Und ich muss jetzt irgendwie da nach oben kommen. Frag mich aber bitte nicht, wie ich das machen soll. Ach so. So muss ich hoch. Das dürfte jetzt eine schön lustige Spring-Kletterpartie werden. Da dürfte ich schon mal drauf freuen. Dass ich euch mal wieder zeige, wie ungeschickt ich bin. Okay. So weit bin ich also schon mal. Nee. Irgendwie muss ich an die Leiter da kommen. Aber ich weiß nicht wie. Springen geht's nicht. Gehe ich vielleicht hier noch mal hoch? Das ist jetzt. Ach, darüber muss ich. Okay. So, jetzt geht's. Und jetzt geht's wieder nach oben, weiter nach oben. Das ist noch eine Leiche. Okay, wieder ein Checkpoint gefunden. Okay, hier hoch. Aber falls ich jetzt wieder ganz nach unten falle, kann ich da hoch einfach. Denke ich mal. Okay, was mache ich jetzt hier? Darüber. Echt, Mann, das letzte Mal, dass ich so eine komplizierte Kletterpartie gefunden habe. Och, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Ich bin fast ganz oben. Doch, darüber vielleicht? Uhr. Geschafft. Unfassbar, aber geschafft. Was dumm war. Okay, gehe ich hier wieder hoch. Und ich habe etwa eine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, dann als nächstes. Eine gewisse Ahnung habe ich.
Ich kann mich nicht drehen, ich kann mich nicht drehen, verdammt. Jetzt kann ich mich aber drehen. Der Sprung ist sehr riskant und möglicherweise werde ich wahrscheinlich abstürzen, aber... wie auch immer. Die Blume, die nicht existiert. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Okay. Wie steht es um eure Suche nach dem perfekten Parfum? Ich glaube, sie wohnt im oberen Bereich. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Zurück raus aus dem Nimir-Tempel und dann zu Chechanel. Ja, ich glaube, ist dann auch wirklich die letzte Nebenquest. Es gibt keine weiteren. Die letzte Nebenquest. Und danach gehen wir... Das war einfach. Und schnappen uns Berlin. So. Da ist noch eine Leere. Wieder so viel Tod. Immer dieser ganze Tod. Gold und... Was ist hier drin? Gold. Jawohl! Okay. Wieder eine weniger. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Das killt sie alle. Der Feuerball, das ist die ultimative Tötungswaffe. Das killt sie einfach alle. Und dank meiner Regenerationsfähigkeiten bin ich auch schon wieder voll mit Leben. Bin schon wieder voller Leben. Na, da. Den beschwören wir doch mal unsere Kreatur. Die hat ja ein bisschen was abbekommen. Und ich meine, sie so zu heilen kostet ja nichts. Also gehen wir auch zu schnell zu Chanel. Schnell zu Chanel. Ah, das sind unsere beiden Goblin-Brüder. Da ist Chechanel. Bist du Chanel? Ah, da ist sie ja. Willkommen zurück bei Chechanel. Der Mann namens Baldini? Ach, natürlich, das ist mein Onkel. Aber er ist vor vielen Jahren verschwunden. Ich bin seinem Geist begegnet. Er hat mich gebeten, euch diese Blume zu bringen, damit ihr ein Parfüm fertigen könnt. Seinem Geist? Das klingt alles ziemlich unglaubwürdig. Aber was riecht? Meine Güte, was für ein Duft. Nur mein Onkel würde auf der Suche nach dem perfekten Parfum sein Leben hergeben. Ja. Ich glaube euch und werde versuchen, Baldinis Werk zu vollenden, auch wenn meine Fähigkeiten im Vergleich zu seinem Genie verblassen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Kommt nach einer Weile wieder. Ich bin noch nicht fertig, Drachenritter. Ich muss mich sehr konzentrieren, um dieses Parfum herzustellen. Und ich möchte meinen Onkel nicht enttäuschen. Okay, ja. Dann habe ich jetzt keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Eigentlich,
Ja, Baldinis Duft und die Suche nach dem Zauberer von Rivellon. Dann beschwören wir die Kreatur wieder und warten, bis das Mana wieder voll ist. Seltsam, ich dachte immer, die beschwörende Kreatur kostet die Hälfte des Mana-Vorrats. Egal wie hoch es ist. Das ist schon etwas seltsam. Gut. Oh blöd. Ich hätte die Quest vielleicht doch früher machen sollen, dann. Na egal. Gehen wir wieder rein und gucken, ob sie es hat. Bei Zeit im eigentlichen Sinne gibt es ja in Divinity 2 nicht. Ich bin noch nicht fertig, Drachenritter. Ich muss mich sehr konzentrieren, um dieses Parfum herzustellen. Und ich möchte meinen Onkel nicht enttäuschen. Später wiederzukommen. Okay. Wenn Sie mich bittet, später wiederzukommen. Es gibt ja sowieso noch ein paar Sachen, die ich erledigen möchte. Unter anderem Experimente und außerdem kann ich jetzt endlich die Hauptstory fertig machen. Baldinis Duft hat ja auch noch Zeit. Malaneus Platz. Das ist immer noch Nerikon. Nerikon ist doch jetzt weg, oder? Ja, okay, der Baum steht zwar noch da, aber Nerikon selber ist weg. Ach ja, und hier sind wir wieder in... will ich mal was versuchen. Ich glaube, dass ich es jetzt nämlich schaffen kann. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich es nie schaffen, diese drei Leute von Schwarzen Ring zu besiegen. Aber vorher speichere ich und mache einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann nämlich nächste Episode. Also, bis dahin.